Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Display. Es ist eher so ein Nostalgie-Spiel. Es ist mein erstes Point-and-Click-Adventure. Oh je. Ich möchte euch was zeigen. Es ist SpongeBob. Auf Englisch. Mit englischen Untertiteln. Okay, guys, that's a wrap. Wait! Don't you want to see my Moonwalk! Now call for Mr. Krabs. What's this? More junk mail. Let me guess. Free tickets to Neptune's Paradise. Why don't you give them to Moron back there for being Employee of the Year? SpongeBob? Yes, Mr. Krabs? Here's two free... I mean, very valuable tickets to Neptune's Paradise. Gee, thanks, Mr. Krabs. You must have spent a fortune on these. Mm. Let me tell Patrick. Thanks again. I know I am, but what are you? Hey, Patrick. SpongeBob? Patrick! SpongeBob? Patrick! SpongeBob! I'm behind you, Patrick. Hey, SpongeBob. Mr. Krabs gave us two free tickets to Neptune's Paradise! Neptune's Paradise? You go home and get ready, and we'll meet up later after work. Also, wer kein Englisch kann. Mr. Krabs hat ein paar gratis Tickets zu Neptune's Paradise bekommen. Und es hat da jetzt SpongeBob geschenkt, oh yeah. Und nach der Arbeit geht er dann mit Patrick nach Neptune's Paradise, oh yeah. Ach, der Nostalgie-Welt. Dieser Kunde hier. Er wartet auf seine Bestellung. Und wurde noch nicht bedient. Und das soll ich jetzt machen. Und er möchte jetzt ein Kram. Das machen wir jetzt. Also wir haben ein Tablett, das können wir auch gleich abspülen. Also brauchen wir natürlich Gemüse. Hm, wo ist es? Da? 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 Oder? Da? Gemacht. Schnell weg. Oh, da ist er schon fast fertig. Fast fertiger. Blut. Senf. Ja. Egal. Why would I wanna put that there? Entschuldigung, Mensch. Da rein. Ein sauberes Tablett, oh yeah. Und das verbinden wir jetzt mal. Yeah. A Krabby Patty! Oh yeah. Jetzt gehen wir zu dem Kunden. Geben ihm seinen Krabbenburg. A Krabby Patty! Ja, nee. Das gibt's doch dem Kunden, du. Yes, there's a button. Okay, er kann mir Ort von der Bushaltestelle sagen. Wir sind downtown. So in der this is downtown Bikini Bottom. Ja, das ist die Innenstadt. Du wohnst hier schon seit der ganzen Leben. Das solltest du nicht wissen. Sehr Patrick. Hey, Patrick. I would. Also, er hat den Bikini-Gottes gewonnen. Das ist ziemlich eklig vorstellbar. Wir haben kein Geld. Und das muss ich auftreiben. Und es gibt natürlich hinter Gulag. Gulagoon. Ein Schatz. Warte, wir können Fußball spielen. Und das ist im... Ja, komm. Geh doch noch nicht hin. Wir gehen noch hin. Zur Muskelbar. Und fragen Larry. Hallo. Da er eine Schaufel besitzt. Yep. No, aber er möchte es mir nicht geben, außer für einen. Na, hi, Larry. My quest. Warum hast du ihn angesprochen, du Idiot? Say, Larry. Yeah, those. No, what? No, okay. Bye, Sponge. Er will kein Krabbenburger, er will nur einen Kuchen. Und es geht mir zur Oma. Sie könnte es ja einen machen, ne? Inzwischen.
Ah, our dear friend Mr. Krabs makes his way to the local bargain mart to make a little extra money on the side. He is such a god, he makes me laugh so. Ha ha! Yeah, Mr. Krabs is such a victim bargain mart. Hallo Oma. Ich frag sie jetzt, ob sie... Patrick, no! Die denkt, ich bin Patrick. Also ich frag sie jetzt, ob sie mich bekommen kann, aber sie hat keine... Oh, don't worry. Chocolate Chips, also sie hat kein Schokoladenstückchen. Okay. Und Kekse halt. Ein Schokoladenstückchen, Kekse oder so. Die müssen wir jetzt besorgen. Bargain Mart. Was? Hey, Kerl. Was ist das denn hier? Hi there! Yeah, no, from Mr. Krabs. So if you der verkauft seine Kleidung mit Mr. Krabs, das ist ziemlich eklig. Looks like the bard's eyes! Ah. Scummy one! Ooh, that's up. Ah! Well, hello. Okay, du musst natürlich Geld zahlen, aber ich hab kein Geld. Welcome to... Okay. Well, ich muss sein Auto putzen, da erstmal krieg ich zu. Dem Mr. Krabs. Hey there, Mr. Er verkauft seine Sachen, also alles billiger. Und ich will mir dieses Kochöl ausleihen. Mr. Krabs, take it. Danke. Aus. Okay. Um diese Schoko Chocolate Chips zu bekommen, müssen wir jetzt ein Auto waschen von dem Nerd. Ein Minispiel! Too cool. Genau. Ich kann nur sein Auto so verdrecken. Die Fahnen stehen. Das ist gar nicht sauber. Na, komm. Amazing, Mr. Absorbency! Oh yeah. Auto gewaschen, Witz gemacht. Ach ja. Welcome! Oh, these registers are nice. Ja, das sind tolle Registrierkassen. Komm, wieder in das Fach rein. Und da ist Alton Chips. Oh yeah. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Oma. Und nehmen wir uns den Kuchen hin. Die Oma hat uns den Kuchen gemacht und Öl drauf. Okay, jetzt hat der Larry seinen Kuchen und den liefern wir jetzt ab, damit wir eine Schaufel bekommen. Lauf, schneller. Da. Jetzt geht mir gut. Look at what you've done to me. Mit der Verpackung gegessen. Das nenne ich mal effizient. Look at him go. He's probably preparing for his next movie. Ich kenne den nicht. Warum soll er einen Film machen? Den noch nie gesehen. Okay, das hat einen Schirm. Und ich brauche hier einen Schirm. Aber sie möchte natürlich Sonnencreme dafür. Und er möchte Öl für seine Sonnencreme. Warum auch immer. Deswegen nehme ich jetzt und lauf weg. Boah, ich bin so gut. Ich habe mich mal gefragt, wie es mit ihm ist. Auf Deutsch ein bisschen nicht gefragt. Okay. Da haben sie jetzt, kann sie auch ins Licht gehen und sie gibt uns eine Schirm. Das habe ich alles mit 6 oder 7 herausgefunden. Um irgendein Gramm Englisch zu können. Da bin ich immer gern, das habe ich nie gecheckt. Was tokens? Warum noch alles? Later.
Das ist dein Schatz, du hast ihn gefunden, nimm schon nicht nur 10 Stück mit. Egal, nicht aufregen, nicht aufregen. This door seems to be locked. Ja, nee. Jetzt gebe ich Patrick das Geld. Das kann ja so eine gute Idee sein. Aber egal. Okay. Hast du Busfahrer dabei? Oh, ein Durchfall. Jetzt geben wir einen Schirm, dann kann er da reinkommen. Vielleicht. The wind is picking up, can't you smell the coming storm? Okay, well, ist es ein Sturm? Yeah, I have a... Und jetzt fährt er, obwohl es stürmisch ist. Das kann eine gute Idee sein, Alter. I have a feeling today will be like no other day! Annoying sound in the whole sea. Yeah, that is pretty annoying. But I didn't say anything yet. You don't need to. Silence, you ignorant buffoons! Enough! Enough! Oh, jetzt aber nicht hin, oder? Get back up here in your seat and stop making so much noise. Ach, du hast den aufgeschalten, oder? And that goes for you too, tough guy. Finally! Looks like rain. I can barely see where I'm going. Hold on, everybody! It's raining where I'm until the storm blows over. Patrick, this doesn't look like Neptune's paradise. Und damit verabschiede ich mich für diesen Part. Im zweiten Part sind wir in Rock Bottom, Leute. Abspeichern. Und im nächsten Part geht's weiter. HJSYEHV. Merkt es euch. Okay.